Was willst du? Gegen kleines Entgelt? Sagen wir 10.000 Euro, könnte ich das Missverständnis aus der Welt schaffen. Du bekommst nicht einen einzigen Cent von mir. Dann tut's mir leid für dich. Also gut, wenn du unbedingt einen DJ engagieren willst, soll's mir recht sein. Du musst ja nicht nur Techno auflegen. Na schön. Dann kann es auch ein Vier-Gänge-Menü geben. Ich verstehe nicht. Ich bin dein Bruder. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Wir sind Brüder. Halbbrüder, um genau zu sein. Ja, aber ich meine, so plötzlich? Ich hab's auch erst vor kurzem erfahren. Meine Mutter ist vor einiger Zeit verstorben. Es tut mir leid. Entlassen Sie kurz allein. Und auf dem Sterbebett hat sie mir eröffnet, wer mein leiblicher Vater ist. Wilhelm Flickenschild. Es gibt ein Foto meines Vaters. Unseres Vaters. Da bist du ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Das meinte Mutter auch. Ich weiß nicht, ob sie das immer glücklich gemacht hat. Nach der Affäre mit Wilhelm gab es keinen anderen Mann mehr in ihrem Leben. Ah. Unser Vater war ein Herzensbrecher. Ich habe ihn nie kennengelernt. Umso mehr freue ich mich jetzt, meinen Bruder kennenzulernen. Ja. Ja, ganz meinerseits. Ja, ich muss jetzt leider wieder los. Wie wär's denn mit einem gemeinsamen Frühstück? Morgen um 10? Auf meinem Gut? Auf deinem Gut? Ja, gern. Ja. Hallo, Schatz. Hallo. Du ahnst nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe einen Bruder. Wo kommt der denn auf einmal her? Christian Meinburg, er ist Winzer. Hat mit Peter Weller im Rager seine Weine präsentiert. Ach, das ist ja ein Zufall. Er entstammt offenbar einer Affäre meines Vaters. Alte Wilhelm war recht umtriebig. Und du hast nichts von ihm gewusst? Ich weiß doch so gut wie nichts über das Leben meines Vaters. Meine Mutter und mich vom Gut vertrieben, als ich 4 Jahre alt war. Wer hätte das gedacht? Bis vor kurzem hielt ich Sydney noch für meine einzige Verwandte. Und auf einmal habe ich nicht nur eine Schwester, sondern auch noch Frau und Kind und einen Bruder. Ja, aber wie kannst du dir so sicher sein, dass es wirklich dein Bruder ist? Ich meine, es gibt genügend Leute, die mit faulen Tricks versuchen, an Geld zu kommen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass Christian und ich verwandt sind. Ja. Das ist Wilhelm Flickenschild. Christian ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Und warum taucht er erst jetzt auf? Seine Mutter hat ihm erst kürzlich auf dem Sterbebett erzählt, wer sein Vater ist. Und warum hat sie ihm das so lange verschwiegen? Er hat sie wohl sitzen lassen. Bestimmt kein schönes Kapitel in ihrem Leben. Es wird Christian deinem Vater bestimmt sehr übel genommen haben. Verdenken könnte ich es ihm nicht. Ich weiß es nicht. Ich war vollkommen überfordert vorhin. Ist er jetzt hierher gekommen, um Weine zu verkaufen? Oder was will er? Er will mich kennenlernen. Ich habe ihn für morgen zum Frühstück zu uns eingeladen. Schön.
dir noch was mitnehmen? Für die Mittagspause? Ich mache ein Praktikum in der Küche. Ja, stimmt. Wann sollst du denn im Ragas sein? Neun treffe ich mich mit Herrn Siemers in der Lobby. Das könnte knapp werden. Ja, die werden ja keine Steche in der Küche haben. Wer weiß, in einem Fünf-Sterne-Restaurant? Du willst ja nicht am ersten Tag schon einen schlechten Eindruck machen. Bist du schon gespannt? Worauf? Ja, auf deine Arbeitsstelle, deine neuen Kollegen. Wir reden hier von einem Praktikum, nicht von einer Festanstellung. Und gekocht habe ich ja auch schon öfter. Täusche dich nicht. In einer professionellen Küche geht es generalstabsmäßig zu. Da muss alles auf Stichwort funktionieren. Ein strenges Regiment ist Rosa von zu Hause aus gewöhnt. Keine Panik. Ich werde euch schon nicht blamieren. Sag mal, kannst du sie nicht mitnehmen? Liegt doch auf dem Weg. Warte, ich habe einen Mandantentermin außerhalb. Aber du willst ja nicht, dass ich mich verspäte, oder? Hörst du, Thomas? Ja. Viel Glück. Brauche ich nicht. Meine Kleine. Tag. Ja. Tag. Tag, Frau Jansen. Tag. Grüße Sie. Ist Frau Weller nicht da? Frau, Guten Tag, Frau doch. Jansen. Ach, guten Tag, liebe Andrea. Ja, guten Tag. Dankeschön. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche etwas Bestimmtes, das ich auf der Hochzeit meines Sohnes tragen kann. Ich würde Ihnen gerne mal schwarze Perlen zeigen. Edel und extravagant zugleich. Ja, gerne. Das ist sehr reizvoll, die Idee. Aber ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich etwas anderes vorgestellt. Es kann ruhig ein bisschen was kosten. Hm? Ich glaube, ich habe genau das Richtige für Sie. Ja? Ein exklusives Collier, das ich auf der letzten Messe gekauft habe. Ja, das ist gut. Einen Moment bitte. Ja, ich hole es aus dem Tresor. Ja, gerne. Merkwürdig. Stimmt etwas nicht? Ich hatte wohl einen Zahlendreher. Ah. Das verstehe ich nicht. Kann ich helfen, Frau Weller? Ich wollte das Collier für Frau Jansen rausholen, aber der Tresor lässt sich nicht öffnen. Das haben wir gleich. Sie entschuldigen? Sesam? Öffne dich. Sie werden entschuldigen, aber wir können wirklich nicht jedem Mitarbeiter Zugang zu unserem Allerheiligsten gewähren. Ja, aber... Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie wieder in den Tresor müssen. Ja? Guten Morgen. Morgen. Ich bin mit Oma zum Frühstück verabredet. Ach so, ich glaube, die ist beim Juwelier. Oh. Kann ich denn mit dir Kaffee trinken? Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden, was? Ich geh zurück nach Ghana. Ich weiß. Woher? Ich wusste es die ganze Zeit. Schon allein wegen Louis. Ja, kennst mich eben verdammt gut. Wann soll's losgehen? Heute Nachmittag. So schnell? Was ist denn mit eurer Fluggesellschaft und mit deinem Job? Ach, Lennart kommt auch ganz gut ohne mich klar und hat ja jetzt Felix. Also, du siehst, hier wird mich keiner vermissen. Gut, ich werde dann mal wieder... Wie sehen wir uns denn noch, bevor ich abfliege? Lennart fliegt mich nachher nach Frankfurt. Ich denke, wir sollten uns besser jetzt verabschieden. Ich habe noch so viele Termine.
gut. Komm rein. Du bist es hier aber gemütlich. Ja, steckt auch eine Menge Arbeit drin. Darf ich vorstellen? Das ist Esther Hanstedt, die Frau, die ich liebe. Und das ist Christian Meinbock, mein Bruder. Das ist mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Das hier ist der Erbe von Gut Flickenschild? Hm? Das ist Sarah. Entschuldigung, Erbin. Haben Sie auch Familie? Sie meinen außer meinem Bruder? Mhm. Seit Mutter vor wenigen Monaten verstorben ist, leider nicht mehr. Und warum finden Sie erst jetzt den Weg zu uns? Ich wusste ja nicht, ob ich hier willkommen bin. Natürlich bist du hier willkommen. Ja, setzen wir uns doch. Ich habe gehört, Sie haben ein Weingut. Ja, ein kleines, im Elsass. Mhm. Kann man davon leben? Ich kann mich nicht beklagen. Esther ist Geschäftsfrau. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Mein Antrieb war immer die Leidenschaft. So ging es mir auch mit meinem Restaurant. Ein Restaurant hast du auch? Hatte. Das Weingut ließ mir keine Zeit dafür. Ich kenne das immer nur als Aussteigerromantik. Ein Weingut in Frankreich. Möchten Sie? Ja. In Wirklichkeit ist es weniger Romantik als vielmehr harte Arbeit. Aber die Arbeit macht Ihnen doch Spaß, oder? Sonst würde ich mir was anderes suchen. Das tun Sie nicht. Wenn du willst, dann zeige ich dir nach dem Frühstück gleich mal das Haus. Gern. Die Aktienmehrheit bleibt im Familienbesitz. Der zweite Hauptaktionär verzichtet auf seine Sperrminorität und... Ich störe auch nicht? Überhaupt nicht, ja. Nimm Platz. Ich wollte eigentlich zu Peter, aber der ist nicht da. Ich habe ihm eine Nachricht im Weinkontor hinterlassen, dass ich hier bei dir bin. Gut, dann wird er sicher jeden Moment kommen. Du weißt es schon, oder? Peter hat sich von mir getrennt. Aber warum? Aus Rücksicht auf seine Frau? Die Situation ist doch nicht neu. Du bist sein bester Freund. Die hat er doch bestimmt den Grund genannt. Es tut mir leid, Silke, aber... Bitte, du brauchst mich nicht zu schonen. Ich komme damit klar, egal was es ist. Nur diese Ungewissheit, die macht mich wahnsinnig. Frag Peter, bitte. Er ist dir eine Antwort schuldig, ja? Hi. Hallo, Peter. Du wolltest mich sprechen? Allerdings. Tschüss. Danke. Sie haben einen kleinen Einblick über das Dreikönige bekommen, Frau Becker. Rosa, reicht. Danke. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Arbeitsbereiche in einem Hotel gibt. Ja, ist ein richtig kleiner Kosmos, Frau Becker. Alles klar, Herr Siemers. Gut. Hier ist das Restaurant. Anspruchsvolle Gäste, hochkarätiges Essen. Und das ist, darf ich? Das ist Herr Rager. Er wird Sie geduldig anleiten. Was denn? Darf ich vorstellen, das ist Rosa Becker, deine neue Schülerpraktikantin. Schülerpraktikantin? Ja. Ich habe keine Schülerpraktikantin. Jetzt schon. Sie wird dir für 2 Wochen etwas über die Schulter sehen. Aber du hattest mir einen jungen Mann versprochen. Ich brauche jemanden, der Gemüsekisten schleppen kann. Kann ich auch. Aber das wollen Sie nicht. Das will ich nicht. Nein, weil ich clever bin. Und Sie meine Arbeitskraft für anders besser nutzen können.
2 Wochen, ja? Ja, wollen wir doch mal sehen, wie clever du dich anstellst. Gern. Hallo, Johanna. Hallo. Tag, liebe Maike. Bin sehr beschäftigt. Na, wie stehen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Oh, keine Zeit. Aber Sie werden doch nichts dem Zufall überlassen, nicht wahr? Wo werden denn zum Beispiel die Hochzeitslisten aufliegen und welche Kinder werden die Blumen streuen? Ja, und hast du an das vegetarische Gericht gedacht? Das ist sehr wichtig, Liebling. Papa, Johanna. Ihr helft mir nicht, wenn ihr mir nur vorhaltet, was ich noch nicht erledigt habe. Ja, aber ich hab dir doch gesagt, sie braucht ganz dringend unsere Hilfe. Das erhöht nur meinen Stress. Mir steht die Arbeit bis zum Hals. Ja, aber die Zeit läuft, meine Liebe. Ich kann mich jetzt aber nicht um Tischdekoration, Sitzordnung und Zeitabläufe kümmern. Na, Sie lieben es doch sicher bunt, nicht wahr? Ich meine Tische und Dekoration. Ich will auf keinen Fall Flower Power. Ich werde es wahrscheinlich in Gelb halten. Ja, und die Musik. Wie wär's denn mit einem Mix aus Klassik und Tanzbarem? Alles, nur nichts Volkstümliches. Und ich persönlich halte ja nicht besonders viel vom Brauch des Reiswerfens. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Mir sind Blumen lieber. Hast du an mich? Sag mal, Papa, was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich musste nur einige Termine nachholen. So ist es, ja. Und zwar Schneider und Friseur. Ich habe ihn nämlich endlich soweit. Noch rechtzeitig bis zur Hochzeit. Tatsächlich? Ja. So viel Zeit hätte ich auch gern. Liebe Maike, wenn Sie Hilfe brauchen. Das gilt auch für mich, Baby. Nein, nein, lass mal. Thomas und ich, wir schaffen das schon. Irgendwie. Ein neues Projekt? Das ist zwar sehr nett von Ihnen, Herr Cornelsen, aber das wird leider nicht gehen. Ich gehe zurück nach Ghana, zu meiner Familie. Nein, nein, das hat nichts mit Geld zu tun. Ich habe dort einen Sohn, der braucht mich. Ich komme auch nicht mehr zurück, nein. Aber Herr Albers wird die Geschäfte weiterleiten. Am besten, wir machen gleich einen Termin, dann können Sie ihn ja kennenlernen. Aber Herr Cornelsen, Cargoflot ist auf Ihre Aufträge angewiesen. Nein, und Herr Jetzt hören Sie mir doch mal ganz kurz zu. Und Herr Albers ist wirklich ein ganz zuverlässiger... Oh, Mann. Was ist passiert? Das war Cornelsen. Und, was hat er gesagt? Er sagt, dass ich ihn schon das zweite Mal hängen lassen habe. Und weiter? Naja, wenn ich jetzt nach Ghana zurückgehe, meint er, ist er bei Cargoflot draußen. Super, dann können wir gleich dicht machen. Ich will den Grund wissen. Kannst du das nicht verstehen? Mir schwirrt schon der Kopf. Ich brauche endlich Klarheit. Es ist vorbei. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Ich weiß, dass du mich liebst. So etwas verschwindet doch nicht von heute auf morgen. Ich habe dir gesagt, ich kann es nicht riskieren, von meiner Frau entdeckt zu werden. Dieser eine Kuss vor dem Theater, das war ein Ausrutscher. Den sie gesehen hat. Aber das kannst du ihr doch erklären. Wir sind alte Freunde vom Theater. Ein Kuss in der Öffentlichkeit? Mitten in der Stadt, in der ich mit meiner Frau lebe? Es wird nicht wieder vorkommen. Nein, das ist richtig. Ich kann es nicht ertragen, von ihr getrennt zu sein. Du kannst es nicht ertragen. Der Gesundheitszustand meiner Frau ist labiler denn je. Und warum rennt sie dann durch die Gegend, anstatt im Bett zu liegen? Es ist die Psyche. Ihre Psyche ist labil. Und es würde sie umbringen, wenn ich ihr die Wahrheit sage. Kann sie das verantworten? Nicht mehr gefallen.
mit dem Anschluss von Anton Kohn. Verdammt. Hi. Lena, hast du Ärger? Kann man wohl sagen. Der Junior. Du warst shoppen? Mhm. Eine Reithose? Was willst du denn damit? Rate? Du willst reiten? Sag mal, spinnst du? Schön, dass mir meine Mutter mein Vergnügen gönnt. Ein Sturz und du kannst dein Klavierspiel an den Nagel hängen. Bin noch nie vom Pferd gefallen und Reiten entspannt mich. Für das bisschen Spaß riskierst du deine Karriere? Wie alt bist du? 12? Lena! Lena, es tut mir leid. Ich bin im Moment angestrengt. Sie sind verbunden mit dem Anschluss von Anton Krone. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Herr Krone, hier spricht Andrea Bella. Bitte rufen Sie mich zurück, es ist dringend. Danke, auf Wiederhören. Also Cornelsen hat den Auftrag wirklich zurückgezogen. Ich kann ja noch mal mit ihm reden. Und was soll das bringen? Er hat doch gesagt, wenn du nach Ghana gehst, steigt er aus. Holen wir uns einfach einen neuen Kunden. Ja klar, der gerade mal Aufträge für 24 Monate garantiert. Einfach so. Stopp, wieso 24 Monate? Weil das Luftfahrtbundesamt sonst keine Genehmigung erteilt. Ich bin stiller Teilhaber. Ich habe echt viel zu tun. Wir waren so nah dran. Dann bleibe ich eben hier. Was? Naja, beziehungsweise einfach bis Cargo Flot wieder am Start ist. Wisst ihr? Kojo hat seinen Flug schon gebucht. Hallo, vielleicht können wir den stornieren? Ja, auf gar keinen Fall. Er braucht jetzt seine Familie. Lennart, das ist zwar sehr großzügig von dir, aber wenn das Aus für Cargo Flot bedeutet. Kutscher, du musst Prioritäten setzen. Deine Familie geht nur mal vor. Meine Airline, die werde ich schon irgendwann hinkriegen. Wisst ihr was? Mir fällt da was ein. Vielleicht gibt es da doch noch eine Möglichkeit. Weißt du, was er meint? Nee, keine Ahnung. Ich kann das meiner Frau nicht zumuten. Ihr Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Und was ist mit mir? Ist dir das völlig egal? Du wirst drüber wegkommen. Willst du das? Wirklich? Hast du unsere unbeschwerten Momente vergessen? Unsere romantischen Kurztrips? Unser Theaterabend, ne? Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Ja. Und das alles willst du aufgeben? Für eine kranke Frau? Scheiße, ja, kranke Frau! Silke! Ich habe mich entschieden. Akzeptier das bitte. Und jetzt entschuldige mich, ich habe hier viel Arbeit. Bitte. Anmeldeformular von Herrn Meinburg gleich wieder zurück. Ja. Frau Hanstedt, na, Heimweh? Ich habe nur meine Post abgeholt. Ja, natürlich habe ich Sehnsucht nach meinem Arbeitsplatz. Wie geht's denn Ihrer Tochter? Ach, Sarah ist ein Schatz. Aber sie ist ein Fulltime-Job ohne geregelte Arbeitszeiten. Wem sagen Sie das? Gibt's Probleme im Hotel? Ach, der übliche Wahnsinn. Wir sind voll ausgelastet, besonders des Ragers. Die Anziehungskraft des Sterns. Ja. Nur zwischen 15 und 17 Uhr gibt's einige Probleme, aber ich werde mich drum kümmern. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Sie machen so gute Arbeit und dadurch kann ich mich ganz entspannt auf Sarah konzentrieren. Dankeschön. Wo ist sie eigentlich? Herr Flickenschild passt auf sie auf. Mit seinem Bruder.
natürlich. Ich hatte ja schon mal die Gelegenheit, ihn kennenzulernen während der Weinprobe. Und was halten Sie von ihm? Ja, ist ein interessanter Mann, aber es ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Ja, Herr Flickenschild kann sein Glück kaum fassen. Ich gehe dann noch mal schnell ins Büro, um meine Post in Ruhe durchzusehen. Ja, und ich werde mal jetzt in die Küche gehen und schauen, was die neue Schülerpraktikantin macht. Rosa Becker scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Der wird Herr Rage sich ja gefreut haben. Es reicht, raus hier. Ich will dich nicht mehr in der Küche sehen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mit einigen Freaks zusammengearbeitet, aber du toppst die alle noch. Nur weil ich versucht habe, ihnen den Unterschied zwischen Bodenhaltung und ökologischer Erzeugung. Okay, okay. Lachs ist ein Antibiotikaspeicher. Argentinische Rindersteaks bedrohen das Weltklima. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wo du hier bist? Ha? Du gehörst in den Debattierclub oder meinetwegen in die Politik, aber mit Sicherheit nicht in meine Küche hier. Er verwendet wirklich erstklassige Waren. Ja, natürlich verwende ich erstklassige Waren. Das ist keine Frittenbude hier, das ist ein Sternerestaurant. Frittenbuden müssen nicht schlecht sein, nur weil sie einfach sind. Ach, komm, vergiss es, du bist raus. Praktikum ist gelaufen, okay? Du, es ist ihr erster Tag. Ja, ist auch ihr letzter. Man wird doch als Praktikant mal nachfragen dürfen. Ja, vorbei ist vorbei. Und was mache ich jetzt? Christian Mayenburg. Habe ich mir doch gedacht. Hallo, Schatz. Hallo. Ist alles in Ordnung mit Sarah? Ja, mit Sarah schon. Ich habe Neuigkeiten für dich. Christian. Ja, dein Bruder ist... Pleite, ich weiß. Ich habe auch recherchiert. Musste der Winzer Christian Mayenburg Insolvenz anmelden. Droht dem Weingut die Zwangsversteigerung. Ja, deine Skepsis war berechtigt. Wenn auch für meinen Geschmack etwas unverhohlen. Es tut mir so leid. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Du warst so arglos. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde schon rausfinden, was da los ist. Auf Flickenschild ist Verlass. Die Gegendarstellung ist drin. Sieh mal, so habe ich mir die Rennstrecke vorgestellt. Interessiert dich das gar nicht? Nein. Und es interessiert auch sonst keinen. Es interessiert jeden Zeitungsleser. Heute schreibt man das, morgen etwas anderes. Und übermorgen ist der Fisch drin eingewickelt also. Die Leute werden ihr Urteil über dich revidieren müssen. Da steht schwarz auf weiß drin, dass du nie etwas mit Doping zu tun hattest. Dein Ruf ist wiederhergestellt. Alfred, jeder weiß doch, wie leicht es ist, so eine Gegendarstellung durchzuboxen. Das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Außerdem ist es mir egal, was die Leute über mich denken. Es geht um deine Existenz. Es geht um meinen Ruf, mehr nicht. Ja, Flickenschild wird dich nicht engagieren mit einem ruinierten Ruf. Und? Sein Problem. Also, wenn dir das alles egal ist, dann gehe ich. Hey, das Blatt hier! Nimm das mit, ich habe keine Lust. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Cargoflot zerplatzt wie eine Seifenblase. Ich bezahle dich für gute Laune hinterm Tresen. Hm? Ich hab Feierabend. Wo bleibt Kujo denn? Keine Ahnung. Na endlich. Das Warten hat sich gelohnt. Ich habe einen alten Freund getroffen. Schön für dich. Carsten Fischer besitzt eine Firma im Bereich der Halbleiterproduktion. Okay, Glückwunsch für Carsten. Und er lässt seine Bauteile in Italien produzieren. Ach nee. Mhm. Warum erzählst du uns das? Weil ich es nicht ertragen kann, dass Cargoflot den Bach runtergeht, während ich in Ghana bin. Und deshalb habe ich Carsten überredet, dass er seine Bauteile aus Italien mit Cargoflot einfliegen lässt. Und ich hoffe, du hältst, was ich ihm versprochen habe. Moment, das heißt Cargoflot? Mein Freund Mitdenken ist gerettet. Ja? Handy gerettet. Hier ist schon mal ein Vorvertrag. Mit dem Auftragsvolumen über 24 Monate kannst du die Storno von Cornelsen locker kompensieren. Hey Kutsche, du bist echt der beste Freund, den es gibt. Ist das alles? Komm her.
Alter. Ist das gut. Ja? Hab ich's doch gewusst. Er hat nichts zu tun. Martin, Besuch für dich. Oh. Hallo. Mein Gott, wie konnte ich nur an so einen Kanzleipartner geraten? Wahrscheinlich bekommt jeder den Partner, den er verdient. Ja, ich gehe da mal. Ich hab zu tun. Ja, bitte, bitte. Tja. Zurzeit sehen wir uns ja fast täglich. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein. Überhaupt nicht. Gar kein Problem. Setzen Sie sich doch. Ein Kaffee? Oh, ich wollte Sie nur ganz kurz was fragen. Ich habe Ihnen doch von den Problemen erzählt, die ich mit meinem Juniorchef habe. Versucht er immer noch, Ihnen diesen Diebstahl unterzuschieben? Das hat sich erledigt. Er hat die vermeintlich gestohlene Brosche in meiner Tasche gefunden, als ich ihm mit der Polizei drohte. Oh, was für eine hinterhältige Aktion. Und heute hat er mich öffentlich gedemütigt, vor dem Kunden. Wie das? Indem er hinterhältig die Zahlenkombination des Tresors geändert hat und mich vor dem Kunden auflaufen ließ. Autsch. Ja, deshalb wollte ich Sie fragen. Ich halte das nicht mehr aus. Kann ich da irgendwie juristisch gegen ihn vorgehen? Ja, theoretisch schon. Also Mobbing ist laut Arbeitsrecht verboten und besonders schwere Mobbingfälle, die fallen sogar unter das Strafrecht. Praktisch gesehen ist es natürlich immer schwierig, sowas nachzuweisen und solche Prozesse sind immer sehr hässlich. Also wenn Sie irgendeine Möglichkeit sehen, diesen Konflikt auf eine andere Art und Weise zu schlichten, dann würde ich Ihnen dringend dazu raten. Tja, dann bleibt mir nur zu hoffen, dass Krone Senior seinen Sohn zur Raison bringt. Wenn er schlau ist, wird er nicht riskieren, sie zu verlieren. Herein. Hallo, Thomas. Hey, Cujo. Freue mich, dich zu sehen. Was gibt's, du? Ich habe leider wenig Zeit. Setz dich doch. Nein, ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden. Ich fliege heute nach Ghana zurück. Heute? So plötzlich? Ja, meine Familie fehlt mir wohl doch mehr, als ich mir eingestehen wollte. Ja, das verstehe ich. Wir werden dich alle sehr vermissen. Ich euch auch. Danke, Thomas, für alles, was du für mich getan hast. Du warst wie ein Vater zu mir. Ja, war ja auch lang genug dein Schwiegervater. Du kannst jetzt nicht abreisen. Wieso? Du verpasst meine Hochzeit. Ja, das wird wohl so sein. Herr Thiemann. Sie schon wieder. Die Gegendarstellung ist gedruckt. Ich weiß. Sie sind nicht zufrieden? Ich hab's nicht gelesen. Mir geht die Gegendarstellung auch nicht weit genug. Und ich möchte gern nach wie vor einen Artikel über Sie schreiben, um Sie zu rehabilitieren. Oder doch eher sich selbst. Ich brauche Ihre Hilfe dafür. Meine Hilfe? Sie trauen sich ja was. Hm? Wer ist Mario Gerdes? Ein Jockey. Ich weiß. Und er hat Ihre Pferde geritten. Aber war er auch Ihr Freund? Richtig. War. Warum verbreitet er all diese Gerüchte über Sie? Haben Sie sich zerstritten? Ging es ums Geschäft, um die Trainingsmethoden? Oder vielleicht um eine Frau? Das wäre eine Geschichte nach Ihrem Geschmack, nicht wahr? Oh, ihr Boulevardjournalisten seid wie Schmeißfliegen. Je dreckiger die Geschichte, desto besser. Raus! Ihr Engagement in allen Ehren, aber ich brauche keine Rehabilitierung. Was sollte das denn? Ah. Ich wollte Herrn Thiemann gerade die Gegendarstellung zeigen. Ich nehme an, es hat ihn herzlich wenig interessiert, ne? Ja, ist das nicht merkwürdig? Ach, wissen Sie, Sven war schon immer ein bisschen komisch, aber er ist eigentlich ein grundanständiger Kerl.
Und Mario Gerdes? Das sollten Sie mal lieber Herrn Thiemann selber fragen. Ja, Herr Thiemann spricht nur leider nicht mehr mit mir. Er hält mich für eine skandalsüchtige Boulevardtante. Nach diesem reißerischen Artikel dürfen Sie sich nicht darüber wundern. Herr Albers, der war doch gar nicht von mir. Was wollen Sie machen, wenn er Ihnen nicht glaubt? Warum sind Sie eigentlich immer noch an diesem Mario Gerdes interessiert? Ich schreibe einen Artikel über Thiemann, um seinen Ruf zu retten und natürlich auch irgendwie meinen. Gute Idee. Dann würde vielleicht Herr Flickenschild Sven doch noch einstellen. Wissen Sie denn, warum Mario Gerdes Thiemann verleumdet? Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich weiß nur, dass die beiden damals das Dreamteam in der Galopperszene waren. Bis zu diesem Rennen, das der Mario Gerdes völlig unerwartet verloren hat. Und dann haben die beiden sich getrennt? Ja, ganz plötzlich, für alle unerwartet. Ich weiß nur noch, dass Mario Gerdes gerne auf großem Fuß gelebt hat. Und die kleinen Frauen waren hinter ihm wie der Teufel. Verstehe. Das ist doch mein Ansatz. Vielen Dank, Herr Albers. Gern geschehen. Schönen Tag. Weißt du noch, wie ich dich für einen Einbrecher gehalten habe? Wie könnte ich das vergessen? Wie du mich angeschaut hast. Ja, ich hab's dir wahrlich nicht leicht gemacht. Ich hoffe, du hast es mir inzwischen verziehen. Ja, alles Schnee von gestern. Ja, und wie du mich gepflegt hast, als man mir die falschen Medikamente gegeben hat. Weißt du noch? Wie du meine Möbel gerettet hast und die Medikamente hast ja auch du gefunden. Wie du mich vorm Altersheim und vor der Demenz bewahrt hast. Ja, und du hast dich immer für mich eingesetzt, als ich im Gefängnis war. Wie du mich hier mit dem Rollstuhl vor die Treppe getragen hast. Ach, mein Junge, ja. Wir haben so viel miteinander erlebt und gemeinsam durchgestanden. Ja. Ja, nur sehr schade, dass es zwischen dir und Jule nicht hat sein sollen. Ja, das ist wirklich schade. Ach, warte, ich mach auf. Ja, okay. Ja. Ach, Jana. Hallo, Jana. Ach, mein Schatz. Kutscher, wir müssen, wenn du den Flieger in Frankfurt nicht verpassen willst. Ja, ja, okay. Ja. Dann nehme ich die schon mal mit, ja? Ja, das ist ganz reizend von dir. Johanna, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn du nicht wärst. Ich danke dir sehr dafür. Ich werde immer für dich da sein. Vergiss das nie. Ganz egal, wo du sein wirst. Du wirst immer ein Teil meiner Familie bleiben, ja? So, jetzt geh! Sonst versäumst du den Flieger. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wie bitte? Er hat den Zahlencode vom Tresor geändert, ohne dir was zu sagen? Wie peinlich ist das denn vor den Kunden? Und dann auch noch ausgerechnet vor deiner Schwiegermutter in Spee. Naja, Johanna weiß sowas einzuschätzen. Es ist der reinste Psychoterror. Andrea, das kannst du dir auf Dauer nicht gefallen lassen. Das macht dich noch krank. Martin Ahrens meint, juristisch kann man da wenig machen. Ohne verwertbare Beweise. Und jetzt? Setze ich auf Krone Senior. Ich denke, der ist auf Kur. Ich habe ihm auf Band gesprochen. Ich muss ihn bitten, seinen Sohn zur Raison zu bringen. Ich weiß mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Ich guck mal, ob er angerufen hat. Oh Mist, ich hab's in der Kanzlei stumm gestellt. Hm. Krone Senior hat angerufen. Er hat gesagt, ich soll ihn heute Abend unbedingt zurückrufen. Er hat wichtige Neuigkeiten für mich.
Vielleicht will er dich befördern. Mir wird's schon reichen, wenn ich einfach wieder ungestört meine Arbeit machen kann. Du, meine Pause ist gleich zu Ende. Ich will dem Idioten keine weitere Angriffsfläche bieten. Ach, ich bin gespannt, welche Unverschämtheit Krone nun wieder vorbereitet hat. Heute Abend rufst du den Vater an und danach wird alles wieder gut. Worauf du dich verlassen kannst. So, Alter. Für dich. Für mich? Ja. Alter, ist die cool. Nicht der Chronograph mit zwei Zeiten. Eine habe ich für dich auf Ghana eingestellt. Kojo, das kann ich nicht annehmen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Du bist mein Freund und du weißt, was das heißt. Wir müssen jetzt, sonst verpasst du noch den Flieger in Frankfurt. Ja. Motoren startklar. Was denn, wartest du noch auf jemanden? Nein. Julia hat ja schon gesagt, dass sie nicht mehr kommt. Na ja, komm. Otto, warte! Ich kümmere mich schon mal. Geht's also los? Ja. Ich hatte so gehofft, dass du noch vorbeikommst. Und jetzt bist du da. Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu heulen. Es ist so viel passiert. Aber wir hatten auch schöne Zeiten, oder? Ja, das hatten wir. So, ich wäre dann soweit. Wir sehen uns wieder, ja? Auf jeden Fall. Halte, obwohl sie totale Snobs sind. Lass mich raten. Du hast dich bestimmt auch über seinen autoritären Führungsstil aufgeregt. Woher weißt du das? Weil ich mal genauso war wie du. Ich habe meinen Vorgesetzten widersprochen und mich gegen jede Ungerechtigkeit aufgelehnt. Das hat er mir auch vorgeworfen. Wenn ich die Welt verändern will, soll ich in die Politik. Der spinnt doch, oder? Das ist wirklich übertrieben. Nichtsdestotrotz, du hast deinen Praktikumsplatz verloren. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Mir alles gefallen lassen? Na, alles nicht, aber man kann auch mal die Zähne zusammenbeißen. Niemals werde ich ein Mitläufer. Das sollst du ja auch nicht, aber hast du eine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll? In welche Richtung? Ist das eine Überraschung? Oh, ich hoffe, ich störe nicht. Ich dachte, du hast einen vollen Terminkalender. Ja, ich komme gerade von einem wichtigen Termin. Ich habe gleich einen wichtigen Termin und dazwischen habe ich genau Zeit. Für einen Kuss. So, so. Ja, und als ich überlegt habe, wem ich diesen Kuss geben sollte, ist mir meine zukünftige Frau eingefallen. Na schön, dann sollen sie mal nicht umsonst gekommen sein, Stadtradiansen. Ich hab's. Jetzt weiß ich, was ich machen will.
Ich will was verändern. Du bist Politiker. Ja, natürlich. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Rosa hat ihren Praktikumsplatz verloren. Ja, weil ich angeblich zu viel diskutiere. Könnte sie nicht bei dir über die Schulter gucken? Ich meine, da lernt sie doch was. Sicher. Ich meine, meine Kollegen reden viel, die Opposition redet noch mehr. Und dazwischen eine diskussionswütige Praktikantin. Ich kann mich auch zurückhalten, wenn es sein muss. So. Ah, wie schön, dass Sie auch schon den Weg zu uns gefunden haben. Gibt es was zu feiern? Ja. Ist Ihr Vater zurück? Nein. Aber das würde Sie freuen, ne? Ich schätze seinen Führungsstil. Mehr als meinen? Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, wie Sie wissen, ist unser Juwelierhaus ein Familienbetrieb, mittlerweile schon in der 4. Generation. Viele von Ihnen haben gern unter meinem Vater gedient und ich hoffe sehr, dass Sie mir ebenso treu ergeben sein werden. Denn er zieht sich mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurück. Ab heute bin ich der allein verantwortliche Chef des Juwelierhauses Krone. Erlebe hoch, hoch, hoch. Danke. Aber ohne Kujo hätte ich meinen Traum von einer eigenen Airline gar nicht erfüllen können. Tu doch nicht so, als hättest du jetzt keine Träume mehr. Nee. Jetzt gebe ich richtig Gas, damit sich all unsere Visionen erfüllen. Die eigene Airline für karitative Eiltransporte. Er ist dein Halbbruder. Und außerdem spricht das doch nur für dich, wenn du dich auch für seine Nöte interessierst. Trotzdem ist es mir unangenehm. Keiner hat es gern, wenn man in seiner Vergangenheit herumschnüffelt. Es reicht nicht, wenn man gerade eine Insolvenz hinter sich hat. Warum bist du erst jetzt nach Lüneburg gekommen? Anstatt sofort, nachdem ich erfahren hatte, dass es dich gibt. Und dann noch inkognito. Rational kann ich dir das auch nicht erklären. Vielleicht, weil ich ein skeptischer Mensch bin?